Hallo und herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Heute ist Montag, der 25. April und folgende Themen haben wir für Sie vorbereitet. Städtepakt in Kriegszeiten. Hamburg und Kiew halten zusammen. Pilotprojekt gegen Drogenkriminalität. Ein Versuch von Partnerschaft zwischen Polizei und Hafenstraßenanwohnern. Hamburger Geschichtenbuch. So werden 4,5-jährige Kinder auf die Grundschule vorbereitet. Genau 2 Monate und einen Tag ist es her, dass Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Auch aus Hamburg kam seither immer wieder Unterstützung für die Menschen vor Ort. Nun geht die Stadt noch einen Schritt weiter. Zwischen Kiew und Hamburg wurde ein Städtepakt für Solidarität und Zukunft unterzeichnet. Hoher Besuch im Hamburger Rathaus am Sonntag. Zumindest digital war Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zugeschaltet. Live mitten aus dem Kriegsgebiet. Unsere Städte wird bombardiert. Mit Artillerie, mit Raketen getroffen. Ständig sterben Tausende von Menschen. Das ist eine Tragödie nicht nur für unsere Heimatstadt Kiew. Das ist nicht eine große Tragödie für unser Land, das ist eine Tragödie für ganz Europa. Emotional, aber gefasst berichtet Klitschko von den schrecklichen Ereignissen aus Kiew. 2 Monate sind es nun seit Kriegsbeginn mit spürbaren Folgen. Unsere Wirtschaft total zerstört. Zerstört Logistik von unseres Land. Und sehr viele Leute ohne Häuser, ohne Wohnungen, Obdachlose geworden, ohne Arbeit und ohne Zukunft. Hamburg möchte dabei nun tatkräftig unterstützen. Einen Pakt für Solidarität und Zukunft haben Peter Tschentscher und sein ukrainischer Amtskollege dafür unterschrieben. Angesichts der humanitären Katastrophe durch die Angriffe Russlands steht zunächst die Unterstützung Kiews durch Hamburg im Vordergrund. In der zweiten Phase dann sollen die wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen gestärkt werden, um den Wiederaufbau Kiews und die positive Entwicklung beider Städte zu fördern. Konkret sollen zunächst Lieferungen von Hilfsgütern in die Ukraine organisiert werden. Einige Hamburger Firmen haben sich dem Projekt bereits angeschlossen. Viele weitere sollen folgen. Budnikowski, die Hamburger Sparkasse, die Firma Fritz Kohler und die Foodwork Handelsgesellschaft sind dabei, wie auch die Rewe Region Nord und die PSD Bank. Fritz Kohler beispielsweise wird eine umfangreiche Lieferung von Trinkwasser in die Ukraine organisieren. Unterstützt wird der Solidaritätspakt von der Handelskammer, der Initiative We Are All Ukrainians und dem Verein Hanseatic Help. Doch bis es zu einem wirklichen Wiederaufbau kommen kann, muss der Krieg zuerst zu Ende gehen. Seit 2016 versucht die Polizei mit einer Taskforce gegen die Drogenkriminalität vorzugehen. Hotspots für Drogenhandel in der Öffentlichkeit gibt es in Hamburg genug. Neben dem Schanzenpark wird auch im Süden St. Paulis, also rund um die Hafenstraße, seit Jahren gedealt. Trotz erhöhter Präsenz und ständiger Kontrollen kommt die Polizei das Problem nicht in den Griff. Viele Anwohner stört die Dealerei, andere kritisieren die Polizeieinsätze und Kontrollen junger Männer mit dunkler Hautfarbe als rassistisch. Ein Pilotprojekt der Hamburger Polizeiakademie soll nun Polizei und Anwohner zusammenbringen, um den Gesamtkonflikt zu entspannen. Doch genau gegen diesen Dialog lehnt sich das ansässige Park-Fiction-Komitee auf. Ein Problem, was wir hier in dieser Ecke haben, hier ist seit, glaube ich, knapp 20 Jahren, heißt das gefährlicher Ort. Nachdem das Gericht gesagt hat, gefährlicher Ort, das heißt, Grundrechte sind hier außer Kraft gesetzt. Das heißt, jeder, der hier als Bürger durchgeht, darf von der Polizei angehalten werden, schon bei viel leichteren und viel kleineren Verdachtsmomenten als an irgendeiner anderen Stelle in der Stadt. Eine zivilgesellschaftliche Debatte darüber, wie wir hier zusammenleben wollen, die muss sich frei entfalten können und nicht unter dem Blick der Polizei. Die Polizei hat
nicht die Aufgabe, demokratische Diskussionsprozesse zu organisieren. Das wird hier gemacht. Die Hamburger Polizei wird sich erst nach Abschluss des Pilotprojekts äußern, wie das Vertrauen und die Toleranz zwischen Polizei und Anwohnern gesteigert werden kann. Ganz anderes Thema. Lesen macht neugierig, fantasievoll und schlau. Dass Kinder von ihren Eltern etwas vorgelesen bekommen, ist nicht außergewöhnlich, aber nicht überall Standard. Damit sich das ändert, gibt es das Hamburger Geschichtenbuch. Es soll Vorschüler und Eltern auf spannende Abenteuer mitnehmen. Ein Raubtier, genau, super. Nicht nur über Raubtiere gibt es im Hamburger Geschichtenbuch einiges zu lesen. Kirsten Boje ist Kinderbuchautorin und der Meinung, dass jedes Kind ein kleiner Bücherwurm werden sollte. Ich fand es richtig schön zu erleben, wie die Kinder mitgegangen sind, wie sie was zu den Bildern gesagt haben, wie sie Fragen beantwortet haben. Da hat man gemerkt, was Vorlesen tatsächlich bewirken kann. Und das ist einiges. Das Hamburger Projekt Buchstart 4,5 möchte Vorschulkindern das Lesen nahebringen und vor allem auch die Eltern zum Vorlesen animieren. Schulsenator Thies Rabe erklärt, warum es besser ist, so früh wie möglich mit dem Lesespaß zu beginnen. Bücher machen klug. Das haben auch Bildungsforscher immer wieder herausgefunden. Und deshalb fangen wir früh an. Schon mit 4,5 Jahren bei der Sprachuntersuchung bekommen alle Hamburger Kinder ein Geschichtenbuch, mit dem sie mit den Eltern zusammen sich Geschichten angucken können und neugierig werden können. Neugierig werden sollen dabei alle Kinder, auch jene, die mit der deutschen Sprache noch nicht ganz so vertraut sind. Familien, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, bei denen lernen die Kinder ja die Sprache vor der Einschulung oft nicht im ausreichenden Maße. Und durch das Zuhören, durch das Sprechen über Geschichten, wie das eben bei unserem Projekt Buchstadt 4,5 mit dem Geschichtenbuch passiert, da entwickelt sich deren Sprache dann doch noch mal ganz, ganz schnell weiter. Und alle Kinder, die schon heute einen blauen Rucksack mit dem Buch abgestaubt haben, sind für eine gute Nachtgeschichte also bestens vorbereitet. Rund 9.400 Schülerinnen und Schüler starten am 27. April mit den Abiturprüfungen. Seit mehr als 2 Jahren beklagen Vertreter aller Schulformen Lernrückstände wegen der andauernden Corona-Pandemie. Nun werden die Regularien für das Abitur 2022 ähnlich ausfallen wie 2021. In der schriftlichen Abiturklausur haben die Schülerinnen und Schüler eine halbe Stunde länger Zeit. Sie bekommen auch etwas genauer gesagt, welche Themengebiete drankommen. Natürlich nicht die Aufgabenstellung selber, aber so, dass sie sich etwas präziser vorbereiten können und nicht gleich alles lernen müssen, was sie in der Oberstufe hatten. Das sind die beiden wichtigsten Erleichterungen. Ergänzend kann man noch sagen, dass es in Mathematik mehrere Aufgaben gibt, aus denen man einige auswählen kann. Diese Erleichterungen haben sich bewährt. Aber zu leicht wollen wir es auch nicht machen. Es muss fair bleiben gegenüber den vorangegangenen Generationen. Aber es muss auch fair bleiben, weil diese Schülerinnen und Schüler es schwerer hatten in der Schule wegen der Corona-Pandemie. Ja, und was sonst noch wichtig ist in Hamburg, hier ist der Überblick. Die Inzidenz in Hamburg ist wieder leicht gesunken und liegt nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 1105,3. Seit Sonntag sind 1156 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet worden. Mit Stand von letztem Freitag befinden sich 416 Personen mit einer Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung. Das RKI meldet eine Hospitalisierungsrate von 5,02. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden nicht registriert. Die Verkehrsbehörde möchte das Mobilitätsverhalten der Hamburgerinnen und Hamburger in einer groß angelegten Befragung erfassen. Dabei soll unter anderem ermittelt werden, welche Verkehrsmittel wie häufig genutzt werden. Bei einer bundesweiten Studie 2017 hatte sich ergeben, dass in Hamburg für 64% der Wege Verkehrsmittel des Umweltbundes genutzt werden. Dazu zählt das Fußgehen, das Radfahren und die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs. Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Anteil im Laufe des Jahrzehnts auf 80% zu erhöhen. Für die diesjährige Studie sollen insgesamt 28.000 Haushalte kontaktiert werden, um dann schriftlich, telefonisch oder online an der Studie teilzunehmen. Die ersten Befragungsunterlagen sollen noch in diesem Monat verschickt werden. Sonntagabend ist auf einem Garagenhof in Eilbek aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich bereits hohe Flammen ausgeweitet. Ein Anwohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
Ein Boot und Motorräder, die unmittelbar vor den Garagen standen, sind durch das Feuer zerstört worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ja, und damit kommen wir zum Sport. Gestern fand der 36. Hamburg-Marathon zum ersten Mal seit Pandemiebeginn wieder unter gewohnten Umständen statt. Im vergangenen Jahr fand eine deutlich kleinere Veranstaltung ohne jegliche Preisgelder und mit gerade einmal rund 5000 Teilnehmern statt. 2020 musste der Dauerlauf sogar komplett abgesagt werden. Umso größer war in diesem Jahr die Freude über die Rückkehr des Marathons, bei dem sogar neue Rekorde gefeiert wurden. Go! Pünktlich um 9.30 Uhr ging es los. Bei bestem Laufwetter begann der 36. Hamburg-Marathon traditionell am Messegelände in der Karolinenstraße. Über 10.000 Teilnehmer hatten sich für den Dauerlauf angemeldet. Wie zum Beispiel unsere Moderatorin Ilka Grönewold, die kurz vor dem Rennen noch keine feste Zeit einpeilen wollte. Ich bin nicht lange Distanzen gelaufen. Das heißt, ich habe eine Kontinuität von 5-mal die Woche gehabt. Aber mir fehlten einfach die langen Läufe, sprich alle Läufe, die so über 25 Kilometer gehen. Ich freue mich einfach, mit so vielen Menschen jetzt wieder gemeinsam die Leidenschaft des Laufens zu leben. Neben den Profiathleten gingen auch tausende Hobbyläufer an den Start. Zehntausende Hamburgerinnen und Hamburger begleiteten die Läufer entlang der Strecke auf den 42 Kilometern durch die Hansestadt. Am Baumwall treffen wir Ilka für ein kurzes Update. Also im Stadtbereich hatte ich tatsächlich Gänsehaut und hätte, glaube ich, heulen können, weil die Stimmung so geil war. Und du siehst das hier selbst, es ist einfach grandios. Auch bei Kilometer 12 ist die Stimmung noch gut. Während viele Läufer sich noch auf der ersten Hälfte der Strecke befinden, bahnt sich im Ziellauf eine Sensation an. Auf den letzten Metern wird noch einmal hart gekämpft. Am Ende behält der Kenianer Cyprian Kortut die Nase vorn und stellt mit 2 Stunden, 4 Minuten und 47 Sekunden einen neuen Streckenrekord auf. Damit unterbietet er den bisherigen Rekord von 2013 um fast eine ganze Minute. Das Tempo in diesem Feld war viel höher als das, was ich bisher gelaufen bin. Dadurch war ich mir nicht sicher, was ich in diesem Rennen erreichen kann. Ich bin einfach noch nie so lange auf diesem Tempo gelaufen. Das hat mich ganz schön nervös gemacht. Ich fühle mich großartig und freue mich wahnsinnig, dass ich den Streckenrekord brechen konnte. Auch bei den Frauen kommt es zur Sensation. Die Äthiopierin Yalemzef Yewala unterbot den Streckenrekord der Frauen bei ihrem Marathondebüt mit 2 Minuten 17 und 23 Sekunden um mehr als 3 Minuten. Es ist die weltweit schnellste Zeit einer Marathondebütantin. Ganz so schnell war Ilka am Ende zwar nicht, aber mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden. Ich bin mega glücklich. Ich glaube, die Stimmung an der Strecke hat mich ins Ziel gebracht. Gar nicht meine Leistung oder so, sondern wirklich, es war unglaublich Stimmung. Ich habe das noch nie erlebt. Es war wunderschön. Begleitet von hunderten Zuschauern im Zielbereich mobilisierten die Läufer oft ihre letzten Kräfte. So mancher hatte am Ende dann aber doch noch Kraft für einen kleinen Freudentanz. Ja, und weitere Meldungen aus der Welt des Sports jetzt in unserem Sportflash. Die Hamburg Towers haben ihr Heimspiel gegen Bayern München mit 87:83 für sich entschieden. Es war die erste ausverkaufte Partie seit Pandemiebeginn. Die Türme haben sich damit eine gute Ausgangslage im Playoff-Rennen gesichert. Schon am Mittwoch treffen die Hamburger auf Alba Berlin. Die Hamburg Sea Devils haben die Verträge mit den beiden Wide Receivern Nassim Amrun und Diego Sanchez verlängert. Das gaben die Seeteufel am Montag bekannt. Damit vervollständigt das Duo die bereits gut besetzte Riege der Passempfänger. Saisonauftakt ist am 5. Juni gegen Berlin Thunder. Rückraumspielerin Mieke Düvel vom Buxtehuder SV muss ihre Karriere mit nur 24 Jahren beenden. Die ehemalige Jugendnationalspielerin klagt über anhaltende Sprunggelenksprobleme. In 58 Bundesligaspielen erzielte Düvel insgesamt 78 Treffer für den BSV. Hätten Sie es gewusst, heute ist der Welttag der Pinguine. Und da Pinguine nicht nur niedlich, sondern auch im Bestand bedroht sind, haben wir die Gelegenheit genutzt und bei den Pinguinen in Hagenbecks Tierpark vorbeigeschaut. Nicht alle Pinguine leben im Eis. Unter anderem der Humboldt-Pinguin fühlt sich auch bei norddeutschem Wetter sehr wohl. Zum Glück, denn sein natürlicher Lebensraum ist bedroht. Der Humboldt-Pinguin, der jetzt hier gerade hinter mir zu sehen ist,
Der kommt normalerweise in Südamerika vor, an den Küsten von Chile und von Peru. Und dort ist tatsächlich das gesamte Habitat der Pinguine stark bedroht. Zum einen durch menschliche Einflüsse, durch Ausbau der Industrie, aber auch, ja, wie oft, durch den Klimawandel, dass zum Beispiel die Meeresströmungen sich verändern oder auch, dass Fischschwärme nicht mehr so reichlich vorhanden sind, wie das vielleicht noch vor 10 Jahren waren. Die Hälfte aller Pinguinarten ist vom Aussterben bedroht. 3 von insgesamt 17 Arten sind hier im Tierpark Hagenbeek vertreten. Der Tierpark möchte so für langfristige Artenvielfalt sorgen und die Seevögel schützen. Wenn das jetzt die letzten Pinguine sind, dann sollten wir doch vorbereitet sein und mit solchen Anlagen wie diesen hier, wo wir bei 7 Grad und gereinigter, trockener Luft artgemäß die Tiere züchten können und somit den Bestand in jedem Fall auch sichern können. Die Antarktis zum Beispiel, wenn die abschmilzt, dann werden also bis 2100 die Kaiserpinguine, die extrem auf das Eis angewiesen sind, ganz stark zurückfallen in ihrem Bestand. Eine freudige Nachricht am heutigen Weltpinguintag. Nächste Woche erwarten die Seevögel Nachwuchs. Und damit kommen wir zum Wetter. Es heißt ja, die Balkonpflanzen könnten etwas Wasser gebrauchen. Frank, ist Regen in Sicht oder bleibt es bei der freundlichen Wettermischung? Ja, das wäre jetzt richtig schön, wenn das mal passieren würde. Aber da müssen wir uns auch ein bisschen gedulden. Wir schauen mal auf die aktuelle Wetterlage. Die zeigt uns, warum wir noch ein bisschen warten müssen. Mit einer nördlichen Strömung lenkt Hochspiro kühle Luftmassen zu uns. Die sind relativ trocken und haben eben genau diese Sonne-Wolken-Mischung, die wettermäßig gar nicht mal so schlecht ist, nur einfach zu trocken für unsere Gärten. Die können inzwischen wirklich einen großen Schluck Wasser gut gebrauchen. Die Temperaturen in der kommenden Nacht, sie gehen zurück auf Werte um 2 Grad. Örtlich besteht die Gefahr von geringem Bodenfrost. Die Nacht ist zum großen Teil sternenklar. Der Tag morgen beginnt dann auch mit viel Sonnenschein. Vormittagstemperaturen bei 10 Grad, die höchsten Werte am frühen Nachmittag mit etwa 15 Grad, dann sind die Wolken so dicht, dass die Temperaturen kaum noch ansteigen werden. Üblicherweise sind die Tagestemperaturen ein bisschen später am Tag. Das liegt jetzt an der Wolkendecke, dass das etwas vorgezogen wird. Ab und zu gibt es ein bisschen Sonnenschein. Es bleibt trocken. Trocken ist es dann auch übermorgen. Die Temperaturen unverändert bei höchsten Werten von 15 Grad. Auch die Mischung aus Sonne und Wolken bleibt uns erhalten. Niederschlag ist nicht in Sicht. Der schönste Tag in dieser Woche, dann der Donnerstag. Er ist freundlich, sonnig und trocken bei Tagestemperaturen von 16 Grad. Ganz genau das Gegenteil dann der Freitag. Da ist es da meistens zugezogen, kaum noch Sonnenschein, vereinzelt ein bisschen Sprühregen. Aber das wird nicht reichen, um die Böden richtig zu wässern. Da muss man dann doch nochmal die Gießkanne nehmen, um die Blumen ein wenig zu wässern. Am Samstag kommt die Sonne etwas häufiger heraus. Die Temperaturen ändern sich allerdings kaum. Und Niederschlag ist auch am Wochenende nicht zu erwarten. Machen Sie das Beste aus diesem Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, und das war's für den Moment mit Hamburg 1 aktuell. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.